Hallo, liebe Papageienhalter. Mein Name ist Hildegard Niemann. Ich bin Diplombiologin und zertifizierte Verhaltensberaterin für Papageien und Sittiche der International Association of Animal Behavior Consultants. Schön, dass Sie wieder auf meinem Kanal unterwegs sind und mit mir ein bisschen über die Papageienhaltung plaudern. Auf diesem Kanal erzähle ich ja eigentlich immer ganz gerne so ein bisschen was von meinem Arbeitsalltag und da möchte ich Sie auch diesmal dran teilhaben lassen. Das heißt also, Sie sehen jetzt neben mir ein Pärchen rosa Kakadus. Und Sie werden gleich auch noch eine etwas ältere Amazone sehen. Letzte Woche hatte ich mehrere Beratungen und in diesen Beratungen tauchte die Frage auf, meine Vögel sind noch sehr jung und man hat mir erzählt, wenn sie so klein sind, dann kann man mit ihnen noch gar nicht trainieren. Genauso kam dann in einer anderen Beratung, ja, unsere Vögel sind eigentlich schon sehr, sehr alt, das heißt, trainieren können wir mit ihnen nicht mehr. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist ja hochinteressant, was für ein interessantes Themenfeld, dann nähern wir uns doch mal von der anderen Seite. Es ist ja so. Wenn Tiere sehr jung sind, gerade wenn sie eine sehr lange Jugend haben, dann müssen sie in dieser Zeit auch sehr viele Informationen aufnehmen. Und das beginnt bei Papageien, die ja Höhlenbrüter sind, ab dem Moment, ab dem sie das Nest verlassen. Das heißt, ab dem Moment, ab dem sie Flügge sind. Da sind sie wie ein Schwamm, die saugen im Grunde genommen die ganzen Informationen auf. Bei Rosa Kakadus zum Beispiel ist es so, dass die jungen Vögel in eine Art Kindergarten geschickt werden. Das heißt also, die werden eine große Gruppe von den Eltern integriert. Die Eltern fliegen dann fort und suchen nach Nahrung. Und in dieser Gruppe sind die Tiere dann tagsüber. Das heißt also mit vielen anderen rosa Kakaduküken oder Jungvögeln und älteren Tieren, in denen sie ihr Sozialverhalten lernen. Viele rosa Kakadus, die viel zu früh abgegeben werden, haben dann das Problem, dass sie halt einfach diese Lernphase, die normalerweise in der Gruppe stattfinden würde, einfach nicht durchleben. Das heißt also, sie sind zu früh aus dieser Gruppe rausgekommen und haben dann natürlich auch im Sozialverhalten viele Defizite. Sie lernen aber andererseits, wenn sie beim Halter sind, die ganze Zeit die Informationen, die ihnen die Menschen geben. Und da ist es natürlich an uns, dass wir versuchen, möglichst klare Informationen zu geben und auch ein bisschen erzieherisch einzuwirken bei diesen Tieren. Macht man das nicht, hat man nachher ein Tier, das sozial desorientiert ist, sich unter Umständen mehr am Tier als am Artgenossen orientiert und dann natürlich auch entsprechend auffällig wird. Das heißt also unter Umständen dann zu Aggressivität neigt, zu Rupfen neigt, dazu neigt, Dinge zu zerstören, die er nicht zerstören soll. All diese Dinge. Das heißt also, ab dem Moment, ab dem der Jungvogel bei Ihnen einzieht, müssen Sie im Grunde genommen auch die Lernphase beginnen. Alles, was Sie tun, ist für den Vogel etwa eine Information, die er aufnimmt und die er auch anschließend verarbeitet. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir unser eigenes Verhalten reflektieren. Ich habe Ihnen noch etwas anderes mitgebracht und zwar eine ältere Amazone. Das, was Sie gleich sehen werden, ist Lore. Lore ist eine Amazone, die leider mittlerweile nicht mehr bei uns ist. Ich mache das Video mal ein bisschen größer und lasse Sie mal einen Moment zuschauen. So, den Vogel, den Sie jetzt gesehen haben, der war, als er ins Training eingestiegen ist, über 50 Jahre alt. Sie sehen den Vogel in einem normalen Standardkäfig, wie er häufig in Haltung ist. Keine Panik, Lore hatte einen großen eigenen Freisitz, auf dem sie tagsüber auch immer gesessen hat. Lore wollte zu dem Zeitpunkt auf dieser Stange trainieren. Das heißt, wir lassen das Tier natürlich selber wählen, wo es was machen möchte. Also bitte keine Panik. Und nein, es war kein Zweitvogel dabei, weil zu dem Zeitpunkt wollte Lore keinen zweiten Vogel mehr haben. Und ein Vogel, der so alt ist, den dränge ich auch nicht mehr in eine andere Beziehung hinein. Es war also alles gut. Das Tier, weil die hat sich gut versorgt. Mittlerweile ist Lore leider von uns gegangen, das heißt, sie ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Nichts währt ewig, das ist natürlich sehr traurig, aber zu dem Zeitpunkt war sie schon weit über 50 und hat gerne am Training partizipiert. Papageien lernen ein Leben lang, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich würde manchmal wirklich auf Knien rutschen, damit sie manche Sachen vergessen, aber sie tun es nicht. Sie behalten fast alles, was sie lernen und sie können es auch jederzeit wieder hochholen. Das heißt, auch wenn sie ein älteres Tier haben, können sie jederzeit mit dem Training beginnen. Der Vogel ist niemals das Problem, denn Papageien werden zwar geriatrisch, das heißt also, der Körper wird alt, sie bekommen Arthrosen, die Leber funktioniert nicht mehr so richtig, die Niere macht ein bisschen Probleme, aber sie werden nicht senil. Senil werden wir. Und das ist das Problem. Viele Halter glauben dann, dass sie auf einem bestimmten Alter gar nicht mehr in der Lage sind zu trainieren, beziehungsweise dass sie die Skills nicht dazu haben. Das kann man alles lernen.
Und wenn Sie es lernen können, kann es Ihr Papagei auch lernen. Der kann es vermutlich sogar schon. Das heißt also, man muss sich aufraffen, man muss sich sagen, okay, alles klar, ich versuche mal ein bisschen was dazu zu lernen. Und da ist häufig das Problem beim Halter, dass der Halter sich dann sagt, ach nein, ich habe gar keine Lust dazu. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir haben ein Tier, das so hochintelligent ist und teilweise den Intellekt eines Primaten hat, und auf der anderen Seite lassen wir sie dann mit ein paar Spielzeugen im Käfig sozusagen emotional und geistig verhungern. Das heißt also, jeder Vogel sollte die Möglichkeit haben, seinen Intellekt und seinen Geist auch zu benutzen. Und da liegt es an uns, was bieten wir unseren Tieren an, damit es möglichst viele Eindrücke bekommt, immer wieder neue Sachen lernen kann. Und wie können wir unser Verhalten, ne, wir müssen nämlich auch an uns arbeiten, so trainieren, dass wir unserem Tier ein zufriedenes, glückliches Leben bieten können. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. Bevor wir nun aus diesem Video rausgehen, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass demnächst das neue Papagei im City-Journal erscheinen wird. Das ist unser Kundenmagazin, das viermal jährlich erscheint. Das hier ist die Sommerausgabe, da freuen wir uns schon so sehr drauf. Die wird in den nächsten Tagen geliefert werden. Wer Interesse an diesem Papagei City Journal hat, der kann sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Ich stelle den Bestelllink gerne nochmal unten in den Text hinein. Das heißt also, melden Sie sich einfach bei uns. Wir würden uns freuen, Sie, wenn Sie sich unserer Community anschließen. Wenn Sie Fragen haben zum Training und zum Verhalten von Papageien und Sittichen, können Sie sich gerne jederzeit bei uns melden. Wir haben auch Online-AGs, in denen wir uns regelmäßig treffen. Wir machen Einzelberatungen, Ortstermine und Beratungen vor Ort und natürlich auch via Zoom. Das heißt also, wir freuen uns, wenn Sie unserer Community sind. Ansonsten wünsche ich Ihnen und Ihren Vögeln noch ein schönes Wochenende. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, schauen Sie vielleicht auch mal in die anderen Videos rein, die wir gemacht haben, beziehungsweise ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen und Ihren Vögeln alles Gute. Bis dann, tschüss.